So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit der Seleukiden Challenge bzw. Tier Challenge. Und ja, die letzten Folgen hatten wir ein bisschen Luft, aber naja, wenn man hier sieht, also unten sieht es ganz gut aus, da ist nur eine Vollstack-Armee. Dann im Osten sieht es auch ganz okayisch aus. Hier ist fast eine Fullstack-Armee. Hier sind zwei Fullstack-Armeen. Hier ist eine Fullstack-Armee, also fast. Und hier ist einer. Und hier im Norden. Tja. 15, 16, 20, 13 und 20. Also insgesamt 3,5. Vollstack-Armeen, oder? Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, gut. Und hier haben wir eine Armee und hier haben wir eine Armee. Und hier bauen wir gerade unsere nächste auf. Aber wir sind natürlich wieder bankrott, weil hier so Schnuckis anfangen zu plündern. Das ist natürlich herzallerliebst. So. Ich muss eigentlich mal echt einfach Salamis einnehmen. Ja. Und dann da irgendwie so mich einbunkern und erstmal meine Wunden lecken, so ungefähr. Wobei da, wenn die dann dahin kommen, ist das natürlich auch blöd. Okay, also wie sieht's denn bei uns, unserer Familie aus? Die sind halt alle schon tot. Der ist 62, 32, 55, 63, ja. Oh, und der Arme, der ist 25 und die ist 63 Jahre alt. Ja, die können wir alle nicht mehr verheiraten, das ist ein bisschen blöd. Diplomatie aussenden ist auch nicht so gut. Gut, unser netter Verbündeter Pergamon ist jetzt ja auch gestorben. Eieiei. Ja, ich bin mal wirklich gespannt. Ich meine, an sich tümpeln wir ja die ganze Zeit jetzt von Schlacht zu Schlacht und kommen an sich zu überhaupt nichts. Oh, da ist noch ein General von mir. Interessant. Ja, nun. Vorräte werden gesammelt. Okay, also Rom befreit die etruskische Liga. Ernsthaft? Die Etrusker sind wieder da? Ist ja geil. Die Etrusker? Moment. Etrusker, wie findet ihr uns? Ihr findet uns neutral. Seid gegrüßt, mein Freund. Ich danke euch für das. Okay, noch bin sicher, noch nicht. Eure okay. Waren finden irgendwo Verwendung. Aber nicht bei uns. Psst. Sei leise. Okay, da kommen wir natürlich nicht. Wir kommen schon. Hier würden wir hinkommen. Das ist gut. Das ist gut. Okay, der da kann der ein Leinenpanzer Schwertkämpfer und Pikiniere mindestens zwei und mit ja 11 Pikiniere und 2, 3 Pikiniere. Na, ich denke, das könnte ich schaffen. Boah.
Erstmal speichern. Ich will mal sehen. Ich will mal sehen, ob der das schafft. Also ich weiß, ich schaue das immer wieder. Ja, okay. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Okay. Das ist jetzt schlecht. Aber der kommt da hoch, ne? Ja. Okay, dann tauschen wir mal Platz. Weil der da oben, das da wird auf jeden Fall reichen, um Antiochia zusammen mit drei Pikniern zu verteidigen. Das wird auf jeden Fall reichen. Dann haben wir hier im Süden haben wir auf jeden Fall dann ein bisschen stärkere Armeen. Der da wird dann nächste Runde hundertprozentig angegriffen. Was mache ich denn mit dir? Ach, du kommst auch hierher, oder? Nur ein Elefant mehr. Ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Okay. Wir haben jetzt 2500. Nächste Runde wieder minus 500. Okay, alles klar. Da können wir sogar ein bisschen was machen. Minus 100. Hier bekommen wir mehr Geld, oder? 200 und 350 aus lokalen Handel. Aber Wohlstand durch Manufaktur haben wir da mehr. Tyros ist hier unten. Hier. Tyros Speere macht es, okay. Ich würde hier das da machen. Zuerst. Weil dadurch bekommen wir Wohlstand und Verstärkungsrate. Das ist momentan sehr wichtig, damit meine Einheiten halt sehr schnell sich regenerieren. Ihr seid bankrott, aber ich habe doch Geld. Ah, stimmt die. Stimmt. Die wollen ja jetzt nicht mehr. Die wollen ja jetzt nicht mehr regenerieren, weil an sich, ja, das finde ich ja ein bisschen blöd, dass wenn man was auf der Bank hat, sage ich mal, dass man trotzdem bankrott ist. Also ich meine, wenn ich halt kein Einkommen habe, sondern miese mache, dann muss ich halt schauen, wo ich bleibe, so ungefähr. Ja, aber dennoch habe ich Geld auf dem Konto, so ungefähr. Aber nun ja. Geh hin und hin und hin und her. Die Verlinge bestochen, worauf diese sich aufgelöst hat. Das finde ich echt seltsam. Ein feindlicher Würdenträger hat eine Einheit eurer Armee bestochen, woraufhin sie sich bla bla bla. Und der hat diese bestochen, aber das ist nur ein Elefant, so ungefähr. Also das stimmt ja nicht. Der lügt, der tut Lügen tun. Okay, also wie lange? Sieben Runden. Okay. Ganz ehrlich, dann hole ich mir Jerusalem. Der könnte nächste Runde hier in London. Ja.
So, was ist da drin? Ah, doch, das besetze ich. Das heißt, das da mehr oder weniger blöd. Wobei hier habe ich dann ja doch nee, das ist gar nicht so blöd. Okay, das ist ganz gut, weil das ist gerade sehr gut, weil jetzt habe ich Glas und Öl. Jetzt komme ich mal wieder hier an. Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch und regt mich mit euren Worten zu Ärger oder Zustimmung an. Wie? Okay, der will nicht. Minus 15, der wird auch nicht wollen. Seid gegrüßt, mein Freund. Wie? Neutral. Seid gegrüßt, mein Freund. Wie die alle gleich. Wir besprechen alles, was ihr wünscht. Doch. Okay. Eure. Die Götter lassen mich euch zugehören. Ich danke euch für das. Okay. Ich bin sicher. Karthago minus 15. Eure Worte fallen hier. Ich habe euer Angebot in Erwägung gezogen und. Das ist gut. Warte, und dann nächste Runde vielleicht nicht Angriffspakt. Minus 15, Rom, come on. Der Ruf eures Volkes eilt euch voraus. Ihr seid hier willkommen. Ihr mögt ein ehrbarer und über. Okay, ja, Öl haben sie ja selbst, ja. Also wir brauchen wieder Seide und vielleicht Wein. Oh, die Nevia. Interessant. Die haben die ein bisschen zurückgeschlagen. Ägypten ist auch sehr groß. Okay, Marmor haben die auch. Okay. Cool. So. Okay, 7 Runden war es, ja. Dann werde ich den mal nehmen. Auch versuchen, mit dem mal rauszugehen. Der geht jetzt rein, also ein bisschen, also plus 2, okay, das bringt nicht wirklich was. Aber dass wir dann vielleicht in die nächsten Runden hier mal ein bisschen die Feinde dezimieren, beziehungsweise ich gehe sogar mal hier hin. Nee. Ich gehe hier hin. Da bin ich immer noch im Verstärkungsbereich. Und habe mehr Reichweite hier. Genau. Die da sind ein bisschen negativ. Warum sind die negativ? Steuern minus 20. Plündern minus 10. Ja, okay. Kann ich nichts machen, ne? Müsst ihr durch. Da mischt ihr durch. Ich bin ein rechtschaffender Mann. Okay, Pontos geht in Richtung Tarsus. Warum? Der fokussiert sich jetzt nicht mehr auf mich. Das finde ich gut. Da vielleicht andere. Ey, ich will sehen, was er macht. Das finde ich auch sehr ärgerlich. Immer. Weil jetzt hat er da irgendwas gemacht. Also ich habe noch kurz hier gesehen, dass er Militärsabotage, Ausrüstung. Okay, das ist egal. Rang erhöht. Okay, also Hauptsache. Ja, okay. Sabotage ist Ausrüstung, das heißt, ich kann jetzt da nicht mehr hin. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Er weiß halt immer hundertprozentig genau, wie weit ich noch gehen kann. Das ist so nervig. Okay, also hier noch 6 Runden, das reicht völlig.
Okay, der da hat so eine Armee. Was habe ich hier für? Also, Pikiniere sind gut, Bürgerkavallerie, Hügelmänner. Ja. Keine schlechte Verteidigung habe ich hier. Dann würde ich aber auch auf jeden Fall den Elefanten hier hin tun, den wieder zurück. So. Du bekommst jetzt mal Forschungsreise hier. Okay. Das ist schon mal gut. 600 Wohlstand. Ja, das mache ich mal. Jetzt weiß ich halt nicht, was hier für eine Armee drin ist. Weil dann. Sonst könnte ich hier gleich weitergehen. Nabatea. Wieso will eigentlich Nabatea. Wobei, ja, okay, Nabatea war vorher in Jerusalem. Mhm. Okay. So, hier. Nahkampfabwehr. Nahkampfangriff. Gefechtsgeschwindigkeit. Natürlich alles sehr, sehr attraktiv. Verstärkungsrate hier, Rekrutierungskosten weniger. Und boah, das ist auch nice, aber 17 Runden. Das ist bitter. Politische Aktion, aufdringende politische Vorkommnisse, Wohlstand durch Kultur, Steuersatz, öffentliche Ordnung. Ich bin schon sehr, sehr weit. Das ist schon mal gut. Mit den Forschen. Geschwindigkeit in den Gefechten ist natürlich auch krasse Boni. Bewegungsreichweite für alle Armeen. Komm, ich mach mal das. Auch wenn die Schiffsdinger. Das bringt mir gar nichts, aber diese, also Taktik 1 und Taktik 2, insgesamt plus 8% Bewegungsreichweite. Und das brauche ich. Wobei, nein, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, weil ich habe ja ein kleines Reich. Also, wobei manchmal denke ich mir schon so, wäre besser, wenn ich weiter laufen könnte. Mhm. Belagerung. Das ist gerade ein bisschen schwierig, finde ich. Getreidelager, Nahrung. Ich gerade 10, ja, naja. Steuersatz 17. Hier könnte ich mal meine Städte auch verbessern. Na komm. Ich mach das da. Rekrutierungskosten weniger. Oder warte, nee, das da war's. Nahkampfangriff, Abwehr. Und Geschwindigkeit. Das mache ich jetzt mal, weil dann halten meine Einheiten, die sowieso, also ich habe ja weniger Einheiten, weil Pferde haben halt wenig, also eine Einheit von Infanterie hat ungefähr zwischen 100 und 180 Männer und Pferde haben halt irgendwie so maximal 80 Pferde, oder? Der will das wirklich versuchen?
Aber das könnte ich ja doch automatisch machen. Pyrosieg. Das ist doch easy. Ernsthaft? Warum? Und warum ist das so close? Der hat nur 1800 Mann. Und ich habe auch 1800 Mann. Plus die Mauern, plus die Türme. Wieso sagt er, es wird so close? Das verstehe ich gerade echt nicht. An sich ist es jetzt schon 20 Minuten, aber ja, ich will das ja jetzt trotzdem durchziehen. Okay, hier, die da, komm hier hin. So, wo seid ihr da? Seid ihr natürlich, seid ihr da? Okay. Aber ich verstehe es echt nicht. Adelsschwert, Adelskavallerie. Bei Herbaner, galatische Speere und Schwerter. Die sind gar nicht schlecht. Bei Herbaner sind so meh. Steinschleuderer und Plänkler. Ja, nun, also. Ja, nun. Das ist jetzt auch nicht wirklich viel, was er hier hat. Das ist nicht wirklich viel, was er hier hat. Warte, die tauschen mal Platz. Zu Befehl. So. Bleib wachsam. Position halten. Gut. Dann der kommt hier hin. Die kommen dahin. Die kommen hier hin. Die da sind eigentlich wurscht. Ah, komm, die machen hier irgendwas Tolles. Ja, und die ganze. Oh, hier sind noch welche. Der wird ja relativ bald. Zu euren Diensten. Ich kann das auch so machen. Die da stellen sich so hin. Und dann die Elefanten kommen hier hin zur Verstärkung. Beziehungsweise ein Elefant reicht. Dann der da kommt auch hier hin. Und die da schauen mal hier zu. Jo. Ja, dann überrasch mich mal, ne? Dann überrasch mich mal. Ich weiß wirklich nicht, wie er das schaffen will. Merkst du, dass dir niemand zuhört? Ich will da das schaffen. Also, wenn es jetzt knapp wird, dann alles gut. Dann habe ich nichts gesagt. Beziehungsweise doch, dann überrascht es mich sehr. Das ist jetzt sehr unpraktisch, dass der da stecken bleibt. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass der ein bisschen beziehungsweise ich habe nicht gehofft, aber ich habe damit stark gerechnet, dass der den Turm auf ja, ist ja gut, dass der das Tor aufreißt. Aber ja, nun.
bitte alle anstellen. Und ihr werdet dann gerufen, sobald ihr dann wieder vorkommen dürft und weiterschieben dürft. Okay. Dann ist es ja sogar noch einfacher. Dann mache ich den da doch hier hin. Aber ich weiß nicht, ob die noch rechtzeitig hinkommen. Ah, hat das geschafft? Ist er wieder... Ja, jetzt kommen die wieder ganz vor, ja. Okay. Also ohne die Speerphalanx ist der immer ein bisschen schneller. Oder sind die Einheiten dann ein bisschen schneller. Sehr klar, da müssen die nicht in Formationen rennen. Okay. Na, das checkt er wirklich nicht. Das checkt er dann wirklich nicht. Ja nun, jetzt kommen alle wieder vor. Ja, Okay. Die drücken aber schon richtig heftig, ne? Haben schon zwei getötet. Okay. Schon drei getötet. Will der da nicht runter? Der fokussiert hier komplett die da. Dann ist ja gut, dass ich ja die den Hauptmann quasi dahin getan habe. Oh, schon 10 tot. Okay, jetzt kommen die dahin. Da habe ich ja. Oh, der kommt langsam näher. Aber richtig langsam. Okay, 14. 6. Ja, die sind halt nicht so krass wie die da, ne? Sobald hier ein bisschen frei ist. Ich glaube jetzt. Von mir echt die mal neu. Okay. Sehr schön. Ich kann, glaube ich, vorspulen. Ah, jetzt hat er es geschnallt. Aha. Der ist jetzt auch weg, oder? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr schön. So. Und jetzt stell dir vor, du darfst hier durchgehen und dann kommst du. Wir haben die Tore eingenommen. Kommst du hier dagegen? Beziehungsweise also erstmal mit Öl und dann musst du hier ja die besiegen irgendwie. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hm.
Okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut, ich dachte, der hätte jetzt das Tor eingenommen, aber das war wohl nicht der Fall. Ganz ehrlich, wie wollte er das schaffen? Wie war der Plan? Also, war natürlich blöd, dass das Tor, also das mit dem Tor nicht geklappt hat. Aber... Ja, aber was... So, dann... Wir haben die Tore eingenommen! Ja gut, also ich würde sogar das Tor gerne öffnen, damit die reinkommen und sterben. Aber ja, dann knall ich den mal so von oben ab. Ja, also wie gesagt, also ich verstehe nicht, wie die KI, das ist gut, wie die KI denken konnte, dass der eine Chance hatte. Selbst wenn der das Tor aufgebrochen hätte, ich hatte 3 Pikinierer. Okay, sagen wir, der hätte die Pikiniere getötet. Dann, ich hatte noch 2 gepanzerte Elefanten und Streitwagen. Also, irgendwo war da ein mega Rechenfehler von ihm. Aber mir soll es passen, weil, ja, so habe ich eine Armee weniger hier. Schade, dass ich den nicht komplett vernichten konnte. Aber ja, also, wenn der durch das Tor gekommen wäre, dann wäre es cool gewesen. Okay, also, aufgestellt 1800 gegen knapp 2000. Plus Mauer. Okay, verloren 1600 und 102. Gut. 540 hat er gekickt. Ich mach mal Sklaven. Mach mal draus Sklaven. hin und her. Eindeutig. Ein Abkommen zwischen Ernsthaft? Würde die Götter erfreuen. Ich wünsche nicht, die Götter zu erzürnen. Nee, ich mach so ein Schutzbündnis, ohne dass er mich bezahlt, weil er ist schwach. Also er hat nicht viel Geld. Und wenn ich den jetzt wieder ausbeute, dann ja, ist er blöd. Okay, aber also das ist schon mal eine Schlacht, die etwas sinnvoller ist. Aber trotzdem... Ja, er hat sehr viel Fernkampf, ja. Aber ich denke trotzdem, dass es... Also, er muss sich klug anstellen. Ich natürlich auch. Gut, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ist natürlich nicht viel passiert, aber... ja, mal schauen. Ich hoffe, wir können die Armeen langsam wirklich... ja, für immer weg, für immer vertreiben und dann vielleicht mal Salamis einnehmen und dadurch halt langsam aber sicher mehr Gebiete bekommen. Also ich muss halt dann wirklich aufpassen, dass ich dann nicht zu weit spreade. Aber ich denke mal, dass es alles noch möglich ist. Gut,
dann haut rein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen tollen Tag. Bis dann.